Ist das heute wieder mal warm. Ventilator an, schönes Wetter. Aber dann darf leichtes Essen natürlich nicht fehlen. Man möchte auch nicht lange in der Küche stehen. Dafür habe ich jetzt was Tolles für euch. Und zwar Bulgursalat. Der ist locker, leicht und den kann man als Beilage essen, als Hauptspeise oder auch für zwischendurch. Ihr benötigt dafür nur Bulgur, Petersilie, Pfefferminze, Cocktailtomaten, eine Gurke, Frühlingszwiebeln, Öl, Paprika, Zitrone und natürlich Gewürze, Paprika, Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Den Bulgur kurz mit heißem Wasser ausspülen und nach Packungsanleitung kochen. Als erstes schneide ich mir die Paprika in kleine Würfel. Ihr könnt sie auch natürlich in Streifen lassen. Die Gurke einmal grob schälen und dann auch in grobe Würfel. Frühlingszwiebel könnt ihr auch in Ringe schneiden oder in Würfel, so wie ihr das mögt. Die Zitrone könnt ihr den Saft schon mal auspressen. Die Tomaten klein schneiden und die Minze einfach fein hacken bzw. klein schneiden. Das ganze Gemüse komplett dann in eine große Schüssel umfüllen, Olivenöl dazugeben, Gewürze, Zitronensaft, einmal kurz umrühren und warten, bis der Bulgur etwas abgekühlt ist. Wer das jetzt komplett außergewöhnlich mag, kann noch ein wenig Tzatziki hinzufügen. Mein Bulgursalat ist etwas abgekühlt. Nun wird das Ganze mit dem Gemüse einmal gut vermengt und zum Schluss nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. So schnell ist der leckere Salat fertig, als Grillbeilage, als Hauptspeise, zum Picknick. Wie auch immer, genießt ihn auf dem Balkon, im Garten. Ich wünsche euch einen sonnigen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, eure Rabea.